Es ist ein Ort des Nehmens und Gebens, die Giftbox der Adventsgemeinde. In der Gagloer Straße, direkt vor dem Gebäude der Gemeinde, steht der kleine Stahlcontainer. Im März 2015 wurde er von Pfarrer Christian Knoll und dem Leiter der Adventsgemeinde Lars Wertenauer eröffnet. Seitdem sind 3 Monate vergangen, Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Ja, also wir persönlich sind da sehr überrascht von dem Erfolg, dass so viele Leute da sind. Also es ist sehr viel Begängnis. Man erlebt das immer wieder, dass die Waren oder die Dinge, die da so abgegeben werden, früh morgens noch drin sind, wenn ich die Box aufschließe, und abends ist ein völlig anderer Warenbestand teilweise da, sodass da ein Austausch ständig stattfindet zwischen Sachen, die gegeben werden und die genommen werden. Da sind wir sehr positiv überrascht davon. Doch was ist die Giftbox überhaupt? Hier kann man Dinge wie Bücher oder Kleidung hinbringen, die man eigentlich nicht mehr braucht, die aber zu schade zum Wegwerfen sind. Und man kann auch Dinge, die einem gefallen, umsonst mitnehmen. Die Sachen sollten allerdings noch in einem akzeptablen Zustand sein. Die Giftbox kann jeder nutzen. So sind es Leute jeden Alters, die hier Gegenstände abgeben und mitnehmen. Also Altersgruppen sind total gemischt. Es kommen ganz junge Leute her. Ich habe schon mit mehreren Studenten gesprochen, die das ganz klasse finden. Ich habe auch mit Älteren gesprochen, mit Rentnern, wo die Rente nicht so hoch ist, wo sie sagen, Mensch, das ist schön, hier konnte ich mal was bekommen, was ich mir nicht hätte leisten können. Die Giftbox scheint wirklich gut anzukommen. Also ein Tipp für alle, die für liebgewonnene Dinge zu Hause keinen Platz mehr haben. Und vielleicht findet man dann beim Abgeben ja auch noch das ein oder andere Schmuckstück.